Bitterer Tee, süßes Leben. Süßer Tee, bitteres Leben. Denken Sie daran, nur das ist nützlich, was mit Freude getan wird. Alles andere ist schädlich. Bewusst zu leben ist die wichtigste Regel für einen gesunden Menschen. Selbstmitleid führt uns in einen depressiven Zustand, der nicht weit von ernsthaften Gesundheitsstörungen entfernt ist. Nur das nach innen gerichtete Sehen ist das wahre Sehen. Wenn Sie sich mit teureren und qualitativ hochwertigeren Lebensmitteln ernähren, wird es letztlich günstiger sein, da weniger davon benötigt wird, um sich zu sättigen und der Körper weniger Schlacken nach dem Essen ausscheiden muss. Negative Gedanken führen oft zur Bildung von Nierensteinen. Bei uns heißt es, ein Stein auf der Seele, ein Stein in der Niere. Leichtes und ungezwungenes Laufen an Ort und Stelle ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Körper zum Vibrieren zu bringen, das Blut-Kreislauf-System anzuregen und die Kapillaren effektiv arbeiten zu lassen. Es ist schon lange bekannt, dass Menschen, die Hobbys oder Lieblingsbeschäftigungen haben, seltener krank werden und länger leben. Denken Sie daran, dass weder Erfolg noch Misserfolg, weder Krankheit noch Gesundheit aus dem Nichts entstehen und von selbst auftauchen. Der Mensch besteht aus dem, was er in der Vergangenheit getan hat und worüber er nachgedacht hat. Aus diesem Grund ergibt sich unsere Gegenwart. Nur geistig gesunde Menschen sind körperlich gesund. Essen Sie nur, wenn Sie Appetit haben. Denn Appetit ist, wie ein französischer Wissenschaftler es ausdrückte, die Stimme des freien Magensafts, der signalisiert, dass er bereit ist zur Verdauung. Es gibt keine isolierten Krankheiten. Der Körper ist immer als Ganzes krank. Solange wir am Leben sind, darf es keine Verzweiflung geben. Denn das Leben ist immer wunderbar. Ein gesunder und starker Rücken wird Ihre Gesundheit für viele Jahre gewährleisten. Daher sollte ihm besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Viele können nicht einmal ihre eigenen Gedanken in Ordnung bringen. Wie kann man also über die Gesundheit sprechen? Die Ursache vieler Krankheiten ist, dass der Mensch zu wenig Zeit in der Sonne verbringt. Unser Körper reagiert immer auf das, was wir denken und fühlen. Der Mensch sucht Rettung überall und bei jedem, außer in sich selbst
ohne zu verstehen, dass niemand besser mit Krankheiten umgehen kann als die heilenden Kräfte, die in seinem eigenen Körper angelegt sind. Ein glücklicher und selbstbewusster Mensch hat eine völlig andere Haltung als ein unterdrückter und ständig erschöpfter Mensch. Falsche Ernährung, falsche Atmung, Bewegungsmangel, Energieungleichgewicht, seelische Disharmonie. Dies sind die grundlegenden Verletzungen der Naturgesetze, die der Mensch begeht. Krankheit ist nur die Folge dieser Verstöße, nicht mehr. Man muss mitten im Leben stehen, mit ihm zusammenarbeiten, sich davon durchdringen lassen und es in seiner vollen Tiefe begreifen. Nur dann werden sie gesund sein. Jede Krankheit beginnt mit der Verschmutzung des Körpers durch angesammelte Giftstoffe oder anders gesagt, Giften. Männer sollten sich daran erinnern, dass ihre Schwachstelle der Magen ist. Und deshalb sollte der richtigen Ernährung große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Vor dem Schlafengehen ist es sehr hilfreich, beruhigende Musik, Waldgeräusche oder das Rauschen des Meeres anzuhören. Alle Krankheiten entstehen aufgrund von Energiemangel oder Energiestagnation im Körper und verschwinden, wenn ihr normaler Fluss wiederhergestellt wird. Die Ursache von Krankheit sollte in einem ungesunden Lebensstil, negativen Gedanken oder der Entfremdung von der Natur gesucht werden. Die Menschen ernähren sich von minderwertiger Nahrung, trinken schlechtes Wasser und atmen verschmutzte Luft. Was erwarten Sie noch?